mein Name ist Sammy und heute habe ich für euch eines der wohl angefragtesten Videos ever. Nachdem ich erst vor kurzer Zeit ein Starbucks DIY Video gemacht habe und so viele von euch das ausprobiert haben. Ich habe so viele Fotos wie noch nie für ein DIY zugeschickt bekommen und ihr alle habt geschrieben, Sammy, die schmecken genauso gut, ich habe so viel Geld gespart. Und wenn man so bedenkt, das Video hatte ungefähr 50.000 Daumen hoch und wenn ein Starbucks Getränk ca. 4 Euro kostet, haben wir uns 200.000 Euro gemeinsam gespart. Und damit ihr natürlich noch viel, viel mehr Geld spart, habe ich mein allerletztes Sommervideo für euch. Und zwar zeige ich euch noch 3 weitere Getränke, die eigentlich im Standardsortiment sind, aber die ihr super einfach zu Hause nachmachen könnt. Die gibt es eigentlich im ganzen Jahr, also so Sommer sind die gar nicht, aber ich würde sie eher im Sommer trinken. Aber wenn ihr unbedingt von mir noch weitere Starbucks DIY Rezepte haben wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, dann werde ich nämlich eine Herbstversion machen mit den ganzen Herbstgetränken und ich bin ja gerade aus den Staaten gekommen und habe so einige neue Getränke entdeckt, die es gar nicht in Deutschland gibt. Wenn ihr das alles sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und zeigt es mir, dann werde ich das natürlich machen und diesen ganzen Herbst richtig geile Starbucks DIYs für euch machen. Also viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Probiert es unbedingt aus. Ich kann echt nur an euch appellieren. Das schmeckt richtig gut. Und viel Spaß beim Video. Und ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Nein! Auf geht's in die Küche und ja, we're ready. Für unser allererstes DIY werden wir einen Mango Passion Fruit Frappuccino machen. Dazu brauchen wir eine Mango, Passionsfruchtsaft, Eis, einen Mixer und nicht zu vergessen einen Behälter, in dem wir das alles anschließend abfüllen werden. Im allerersten Schritt werdet ihr eure Mango zur Hand nehmen und diese in kleine Scheiben schneiden, damit ihr sie anschließend im Mixer zu einem Mango-Püree mixen könnt, bevor wir dann mit dem nächsten Schritt machen. Und ich sag's euch, dieser Frappuccino schmeckt 1000-mal besser als bei Starbucks, vor allem weil das richtig frische Zutaten sind und ihr werdet, glaube ich, keinen mehr kaufen wollen, nachdem ihr das gemacht habt. Also, ihr werdet es jetzt schön erstmal mixen. Und dann kommt erstmal das Eis in den Mixbehälter. Je nach Größe eures Bechers kommt die Menge an Eis in euer Mango-Püree rein. Und dann werdet ihr dort einfach die restlichen Zutaten hinzufügen. Das sind ungefähr 100 bis 150 Milliliter Maracuja oder Passionsfruchtsaft, die ihr dann noch hinzufügt. Das alles wird dann noch einmal zusammengemixt. Und fertig ist euer Mango Passion Fruit Frappuccino. Dann heißt es eigentlich nur noch anrichten und euer selbstgemachtes Starbucks-Getränk genießen. Sieht das nicht traumhaft aus? Ich hatte jetzt gerade so Lust drauf. Ach du meine Güte. Für mein nächstes DIY hatte ich so viele Anfragen von euch in den Kommentaren. Also falls ihr noch weitere DIY-Getränke haben wollt, die ich unbedingt nachmachen soll, schreibt sie mir jetzt in die Kommentare. Ich zeige euch, wie ihr euren eigenen Cotton Candy Frappuccino machen könnt. Dazu braucht ihr Milch, Eis, Vanillesoße oder ihr könnt auch Vanillesirup nehmen aus unserem letzten DIY. Oder ihr benutzt einfach Vanilleschotenextrakt. Je nachdem, was ihr gerade zu Hause habt, die Optionen sind euch offen. Dann braucht ihr noch Himbeersoße. Und um das alles noch zu toppen, Sprühsahne. Das DIY geht wirklich super einfach. Ihr müsst lediglich euren Becher mit Eis füllen. Dann kommt diese Portion an Eis erstmal in den Mixer rein. Ihr werdet euren Becher, je nachdem wie groß er ist, zu 3/4 mit Milch füllen. Da könnt ihr natürlich jegliche Sorte an Milch verwenden, die ihr zu Hause habt oder die ihr super gerne trinkt. Dann kommt noch unsere Vanillesoße rein und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe parallel die ganze Zeit die Vanillesoße gelöffelt. Davon macht ihr zwischen 6 und 7 Esslöffel rein und dann wird alles erstmal gemixt. Sollte das natürlich zu schwach vom Geschmack sein, könnt ihr nach wie vor zusätzlich dann noch Vanillesirup hinzufügen. Dann kommt dann unsere Himbeersoße hinzu. Da könnt ihr auch Himbeermarmelade verwenden. Ihr seht selbst, es geht super einfach, die Dinge einfach zu ersetzen oder die ein bisschen umzugestalten. Und dann wird alles wieder gemixt und alles wird so richtig zuckerwattig rosa. Es sieht nicht nur ultra geil aus und so Tumblr, sondern es schmeckt identisch wie bei Starbucks. Ihr toppt das alles dann noch mit der Sahne und ja, als wärt ihr gerade eben bei Starbucks gewesen. Nur, dass ihr das selbst zu Hause nachgemacht habt und das millionenmal besser schmeckt. Voll geil, schmeckt genauso. Ja.
what do you mean? Eines meiner absoluten Lieblingssommergetränke und eines der wohl gehyptesten Getränke bei Starbucks ist der Java Chip Chocolate. Und auch hier habt ihr unbedingt von mir gewollt, dass ich euch zeige, wie das geht. Das Ganze ist absolut keine Magie. Ihr seht die Zutaten hier. Milch, Schokosoße, Schokoflocken, ein Espresso-Shot oder Kaffeeshot, Eis. Und dann werdet ihr erstmal euren gesamten Mixer mit Eis füllen. Dazu kommt dann erstmal noch ca. 250 bis 300 Milliliter Milch dazu und eure Schokosauce. Bei Starbucks benutzen sie einen Schokoladensirup, aber damit funktioniert es auch sehr gut. Ihr braucht davon ca. 5 bis 6 Esslöffel. Ein Espresso oder Kaffeeshot dann noch in eure Mixtur hinzufügen. Und nicht zu vergessen, die Java Chips. Da habe ich einfach solche festen Schokoflocken genommen. Da könnt ihr, je nachdem wie viele Schokostücke ihr drin haben wollt, natürlich mehr oder weniger nehmen. Oder ihr benutzt einfach ganz einfach eine Tafel Schokolade und zerbröckelt sie einfach in eurem Mixer. Alles kommt in den Becher, getoppt natürlich mit Sprühsahne und einem Schuss Schokosauce drüber. Et voilà, habt ihr euren eigens gemachten Java Chip Chocolate. Ich liebe diese Starbucks-Serie und ich hoffe, ihr wollt auf jeden Fall mehr sehen. Schaltet aber noch nicht weg. Ich möchte nämlich von euch in den Kommentaren wissen, welches euer Lieblingsgetränk bei Starbucks ist oder welches ich nachmachen soll. Habt ihr Herbstgetränke, Wünsche oder ja, welchen werdet ihr davon ausprobieren? Und wenn ihr es nachmacht, schickt mir unbedingt Fotos mit dem Hashtag StarbucksWithSammy, damit ich sehe, wie viele es von euch nachmachen. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Gebt dem Video unbedingt einen Daumen hoch, damit ihr mir zeigt, dass ihr Spaß am Video hattet und mehr davon sehen wollt. Abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen und klickt hier auf meine letzten beiden Videos. Wir sehen uns. Bis dann, euer Sammy.